Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es weiter mit Lemon Cake, ein Spiel, das mir sehr viel Spaß bereitet. Ich habe es ein bisschen privat gespielt, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen, ein paar Sachen freigeschaltet. Ich zeige euch gleich was. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo natürlich auch und gerne weitere Cozy Games, die ihr mir empfehlt, also gemütliche Spiele, die ähnlich sind wie Disney Dreamlight Valley oder das hier. Gibt es übrigens auch für die Switch. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach einmal an. So, ich zeige euch gleich einmal, ich habe ein neues Menü, ich habe ein paar neue Gerichte und habe jetzt was ganz, ganz, ganz Besonderes freigeschaltet. Das ist anscheinend so, dass jetzt Katzen in meiner Bäckerei sind. Das zeige ich euch jetzt nämlich mal. Ja, da, süß! Und die kann ich auch streicheln. Und dadurch werden Kunden in den Laden kommen und diese Katzen adoptieren. Das gibt nochmal viel, viel mehr Geld. Wie ihr seht, ist hier ein neuer Korb. Ich habe mir hier jetzt nämlich noch Hühner geholt. Die muss man immer putzen. Und dann bekommt man frische Eier noch als Zutaten. Und ich habe noch einen Kirschbaum und einen Heidelbeerbusch. So. Ich habe jetzt auch, wie ihr seht, unten 4 Rezepte. Das geht jetzt mittlerweile auch. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal von allem etwas, damit wir hier Gotta Go Fast das Ding bekommen als Belohnung. Jetzt machen wir erstmal hier eine Erdbeerskone. Packen die hier rein. Und dann machen wir noch eine Beerenmischung. Das gibt nämlich mit am meisten Geld. Das mache ich nämlich immer, bevor ich den Tag jetzt starte, dass ich die am teuersten zu verkaufenden Gebäcke schon mal ausstelle. Und immer einen in der Hinterhand habe, weil die verkaufen sich am besten. Und ich habe jetzt diesmal auch 100% Trinkgeld, weil man kann nämlich jeden Tag seine Speisekarte oder sein Angebot kann man erneuern. Und da kann man nämlich immer schauen, ob es den Kunden gefällt, ob genug Vielfalt drin ist, ob etwas zu lang auf der Karte war. Und je nachdem gibt es dann mehr Trinkgeld. Deswegen habe ich jetzt 100% Trinkgeld für die Runde hier, für den Tag. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt stelle ich mal alles draußen hin und seht, ich habe jetzt schon fast 400 Euro hier gesammelt. Die werde ich dann nachher direkt einmal investieren mit euch zusammen. So, dann machen wir das mal hier hin. So. Okay, dann machen wir einfach nochmal ein Schokocroissant, einfach der Abwechslungs, einfach für die Abwechslung. So. Sehr schön. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist diesen Assistenten freischalten. Wir gucken uns nach der Runde hier auf jeden Fall mal an, was wir uns als nächstes freischalten. So, jetzt machen wir einfach nochmal eine Erdbeerskone, wenn wir schon dabei sind. Ich kann übrigens empfehlen, das Spiel nicht zu spielen, wenn ihr Hunger habt. Weil es ist extrem lecker einfach nur. Ich finde es auch total schön, wie dieses Croissant hier gemacht ist. Da habe ich wieder so richtig Lust, an so einem Herbsttag in so ein ganz schönes Café zu gehen, mir einen tollen Cappuccino oder Flat White zu bestellen und mir so ein tolles Gebäck reinzuziehen. So, nehmen wir die Erdbeerskone und stellen die mal hier rein. So, jetzt habe ich eine schöne Auswahl. Ich habe jetzt auch noch keinen Tisch aktiviert oder freigeschaltet, weil mir wird es jetzt schon fast ein bisschen zu viel. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, wie das abgeht zur Mittagszeit. Da kommt man echt kaum hinterher. Die Pflanzen müssen bewässert werden. Da gibt es übrigens auch ein Update. Da habe ich die Möglichkeit, dass die Pflanzen nicht mehr so oft bewässert werden müssen, weil das ist tatsächlich dann doch oft so die 1-2 Sekunden, die ich dann doch noch brauche. So, dann backen wir den noch fertig und in der Zeit bewässere ich das mal hier alles. Eigentlich brauche ich heute nur Erdbeeren und ja gut, ich brauche eigentlich alles. Ich brauche auch das Schokocroissant hier, den Kakaobaum. Und die Hühner müssen auch wieder gepflegt werden und dann eröffnen wir die Bäckerei. Let's go, meine Freunde. So. Ja, damit. Das ist mein Update Blaubeerkuchen. So, der Laden ist geöffnet. Die erste Phase ist immer morgens. Die ist noch nicht so wild. Aber dann geht es gleich richtig los. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir so eine Salzbrezel oder sowas anbieten können. So, die holst jetzt eine Katze mit, oder? Ja, tatsächlich. Für 7,50 Euro. Das ist aber günstig, ey. So, was darf es sein? Okay, ich möchte eine Erdbeerskone. Die mache ich jetzt direkt. So. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Da haben wir bei der Hortensie, sind ja letztens auch ein paar Leute dann, mussten in den Kommentaren sehr lachen.
So, der Ofen hat kein Brennholz mehr, machen wir direkt nach. Das kann man auch einstellen, dass das zum Beispiel auch nicht mehr passiert. Da hat jemand wieder eine Katze mitgenommen. Hey, wir sind hier eine Bäckerei und kein Tierheim, Mann. So. Dann hier, bitteschön einmal. Sie möchte auch eine, verdammt. Jetzt wird es immer schwieriger. Das merke ich immer daran, dass die Leute immer gerne die komplexeren Sachen dann doch mal lieber haben. So, nehmen wir das nochmal mit. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Oben könnt ihr übrigens immer sehen, ein Tisch muss abgeräumt werden, ein Gebäck wurde verkauft. Das heißt für mich, ein Gebäck wurde verkauft, ich mache direkt hier ein neues. Zum Beispiel ein Croissant. Weil es ist umso besser, wenn gegen Nachmittag oder Mittag, wenn die Leute alle von der Arbeit kommen und meinen Laden stürmen, wenn dann alles da ist. Und wenn halt auch die in der Auslage dann alle dastehen. So, dann putzen wir den. Jetzt holt sie sich auch ein Croissant. Heißt, ich mache direkt nochmal eins. Weil Croissant ist jetzt das, was eigentlich so mit am einfachsten geht. Jetzt wird schon gerannt. Es ist doch erst morgen und wir haben schon nichts mehr in der Auslage fast. Das ist nicht gut. Hühner müssen gebürstet werden, sonst gibt es nämlich als Konsequenz leider... Boah, jetzt geht's aber ab hier, verdammt. Schon wieder zwei Sachen, die ich nicht da liegen. Genau, sonst gibt es nämlich, wie ihr hier seht, keine Eier mehr. Die sind jetzt weg. So, wir machen nochmal so ein Blaubeer-Dings, weil jetzt kommt nämlich gleich die heiße Phase. Jetzt kommt das Mittagessen, da ändert sich auch die Musik, weil es nochmal richtig reingeschwitze wird hier. So. Oh, das Schokocroissant. Schokocroissant. Oh Gott. So, jetzt kommen nämlich alle und stürmen in den Laden. So, er will eine Erdbeerscone. Auch noch schnell eine Erdbeere. So, und ich muss auch wieder alles gießen eigentlich. Jetzt habe ich hier nämlich gleich nichts mehr. Ich mache auch noch mal eine Süßigkeit. Manchmal muss man auch einfach echt Süßigkeiten rauslegen. Weil die einfach auch mit am schnellsten gehen. So, was wollt ihr denn eigentlich? Die wollen zwei Erdbeerscones und schon habe ich nichts mehr in der Auslage. Oh mein Gott, die fressen mir die Haare vom Kopf. My life be like. Ich weiß, was ich tun soll. Oh Gott. Okay. Am besten auch mal erstmal alles hier nachgießen. Ihr seht, der Stress ist jetzt da. Zur Mittagszeit geht es hier echt ab. Schaufenster sind leer. Stellen wir jetzt mal schnell das raus und dann machen wir die Erdbeersachen, weil die sind jetzt echt schon langsam sehr, sehr ungeduldig, wie ihr seht. Oh Gott, Hilfe. Ich hoffe, das sind jetzt nicht die ersten Kunden, die mich verlassen werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind ungeduldig. Oh Gott, das geht ja dann auch immer wieder schneller runter, ne? Hilfe, der wartet schon sehr lang, ne? Okay, kein Problem, ich habe alles im Griff. Ich brauche noch schnell eine Erdbeere. Komm, Erdbeere, Erdbeere, Erdbeere. Ja! Okay. Alles gut, ich habe alles im Griff. Der geht gleich. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Okay, das war die Nummer 2. Sorry fürs lange Warten, aber ich bin gerade einfach nur am Hasseln hier. Oh, es hat jetzt kein Brennholz mehr, um Gottes Willen. Ja, das war jetzt kein guter Lauf. Mach mal wieder was hier rein. Ja, ich brauche da auf jeden Fall irgendwie Hilfe. Sonst schaffe ich das hier gar nicht. Oh Gott, ganz knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der wäre fast gegangen. Boah, der ist jetzt aber genervt, ne? Ich mache jetzt einfach mal nur Süßigkeiten, die ich rausballer. Für was anderes ist nämlich gerade auch keine Zeit. Da kommt schon wieder die nächste Kundin, die will auch noch was Süßes. So. Boah, es war schon der Ansturm, ne? Also ich merke schon, ich komme jetzt echt langsam hier in Struggle. So, aber hey, immerhin, der Umsatz ist nicht so schlecht. Das heißt, da wir in Struggle kommen, müssen wir jetzt auf jeden Fall aufrüsten. Ich weiß zwar aber noch nicht genau was, aber wir werden es gleich sehen. So, die Hühner bringen auch nichts mehr. Tisch wird abgeräumt werden. So, oh, es ist schön, wie schön ruhig und cozy das wird. Um 16 Uhr wird es schon dunkel. Oh, ich habe ja auch mein Ding hier ganz vergessen, verdammt. Ist natürlich nicht gut, wenn ich hier was extra in der Hinterhand habe. Hallo Gnutrun, ist Frau Bonbon da? Inspektor Schnurrbart, hast du etwas gebraucht? Oh, sorry, mach dir keine Sorgen. Okay, null, wir haben einen Fehler zu fangen. Okay, das ist sehr gut, weil... Das heißt, ich kann nämlich... Die Übersetzung ist ein bisschen komisch, ich kann dir Fehler fangen. Ich kann dir dann nämlich diese Käfer einsammeln, die geben nämlich Geld. Deswegen habe ich es eigentlich ganz gern, dass die in meinem Laden rumchillen. Es gibt auch gerade... Oh, da ist ein goldenes, das bringt am meisten. Yes, komm her. Verdammt, komm her! Hier noch so? Ja, Gold. Gold, Gold, gib her, komm her. Ja, komm her. Nice. Sehr geil.
Da, Gold. Gold. Ja. Yes. Nice. Sehr schön. Nicht schlecht, Ludo. Du hast heute 16 Insekten gefangen. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, Frau Bonbon. Es ist jetzt perfekt sauber. Nice. So, oh, sieh dir an. Die heutigen Gewinne. Sieh dir die heutigen Gewinne an. So, Tagesumsatz 70. Damit kann ich auf jeden Fall leben. So, jetzt gucken wir mal. Also, hier seht ihr jetzt ein Ausrufezeichen. Das heißt, ein Rezept war in letzter Zeit zu oft auf der Karte. Ich schätze mal, dass es das Croissant ist. 25% Trinkgeld. Was haben wir denn noch? Der Apfelkuchen. Der ist halt schon echt fein. Machen wir den Schokocroissant weg. Machen wir den Apfelkuchen hin. Der wird es aber auch nicht wirklich rausholen. Ich mach mal alles weg. Jetzt lass mal schlau gucken hier. Was gibt's denn hier? Also, wir haben einmal das Rosinenbrot. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal anbieten. Ich würde, den Donut hatten wir auch schon echt lang nicht mehr, finde ich. Den kann man auch mal wieder reinpacken. Und ich finde, man kann auch mal wieder... Ich will halt nicht zu viel Sachen, die jetzt irgendwie bewässert werden müssen, reinnehmen. Beziehungsweise die Blaubeeren oder irgendwie sowas brauchen. Das war auch schon zu oft drauf, ernsthaft? Das auch? Okay. Was hatten wir denn schon lang gar nicht mehr? Dann habe ich mal wieder einen Cookie, der bringt viel. 65% Trinkgeld, damit kann ich leben. Wir können aber noch eine Sache draufpacken. Was ist mit dem Bonbon? 100%. Das ist doch eine gute Karte. Das gibt 100% Trinkgeld. Wir gucken jetzt mal in den Laden. Also, ich finde, einen neuen Ofen brauche ich jetzt noch nicht. Weil ich schaffe ja nicht mal die zwei zu befüllen. Ich fände hier, Kristallwasser verbessert die Wasserqualität und halte deine Wasserpflanzen länger bewässert, finde ich sehr gut. Die Weinrebe würde ich auch gerne nehmen. Dann kann ich nämlich ein Rosinen-Ding anbieten. Den Rosinen. Es ist zu früh, ist schon 6 Uhr morgens übrigens. dann kann ich den Rosinenkuchen machen. Das fände ich auch nicht schlecht. Hier haben wir aber, bringe Gebäck mit einer Fenstertheke schneller aus der Küche in den Laden. Das würde ich gerne nehmen, weil das hört sich richtig gut an. Es gibt hier auch noch Serviere sitzen im Kundencafé. Und sie werden geduldiger. Das ist halt auch mega nice. Ich nehme jetzt mal das Fenster. Du hast endlich das Küchenfenster wieder aufgebaut. Es ist sehr nützlich, um ein Gebäck aus der Küche in den Laden zu bringen. Du kannst immer nur ein einziges Gebäck drauflegen. Oh, es wird so schön, wieder von der Küche aus über den Laden zu wachen. So, das haben wir jetzt gemacht. Dann haben wir hier noch einen Verkaufsschalter. Den würde ich auch nehmen. Der bringt nämlich Geld. Und Katzencafés, Verbesserung. Verbessere dein Katzencafé jeden Tag, während dich mehr Katzen besuchen. Ist gut, weil die bringen auch am meisten Cash. Aber ich glaube, das darf ich nicht genug Geld. So, der Kaffee bringt mehr Geduld. Ich würde doch den Sprint freischalten. Das heißt, ich bin einfach mal schneller. Das finde ich sehr nice. Und hier kann ich auch noch mal schneller sprinten. Da fehlt mir jetzt aber die Kohle. Tierbürste. Verwende eine bessere Bürste und halte der Tiere den ganzen Tag sauber. Ist auch nice. Ich würde jetzt aber noch die Weinrebe nehmen. Und als nächstes würde ich das Wasser nehmen. Dann haben wir echt jetzt schon... Ja, dann haben wir jetzt schon einige Verbesserungen, die uns, glaube ich, jetzt den Alltag erleichtern werden. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mal unsere, den kann ich jetzt gar nicht machen, den Rosen. Ach doch, da ist wieder die Dinger, die Weintrauben. So, erstmal alles. So, dann, oh, bin ich jetzt schnell. Bin ja richtig übel schnell jetzt hier. So, okay, dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Rosinenkuchen. So, Rosinengebäck. Oh, so lecker, einfach nur so ein schöner Rosinen. Rosinenbrot. Ein Rosinenbrötchen zum Morgen mit einem Kaffee. So, falls wir übrigens Bäckermeister, Lehrlinge hier am Start haben, meinen größten Respekt. Ich finde es so toll, was ihr da mit euren Händen erschafft, so früh aufsteht. Das ist schon echt krass. Ja, die stehen ja, glaube ich, schon um 3 Uhr oder fangen um 3 Uhr an. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Hühner müssen gebürstet werden. Sieht es schön aus einfach. Yum, 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 yum. Nom, nom, sage ich dazu nur. So, wir haben jetzt die ganze komplette Auslage fertig. Das ist gut. Das freut mich. Ich finde das Spiel echt genial gemacht, weil auch die ganzen Verbesserungen, die du hast, die fühlen sich richtig gut an. Die machen richtig happy. Und die passen auch perfekt immer in den Spielfluss rein. Also du brauchst wirklich das, was sie anbieten, brauchst du auch wirklich. Und so klein es jetzt für euch wirkt, umso mehr zu schätzen, weiß ich es. So, bürsten wir mal die Chickens. Machen das mal hier hin.
So, Rosinenbrot packen wir raus. Es gibt auch einen Assistenten, den man sich freischalten kann. Und auf den freue ich mich besonders. Der wird nämlich richtig viel Arbeit abnehmen. Weil ich merke halt immer, ich komme mit dem Mittagstisch nicht klar. Also sobald die Leute, die Nachmittag kommen, meinen Laden raiden, habe ich überhaupt keine Übersicht mehr. Und die essen mir die Theke leer. Das ist echt schwierig. Was ja gut ist, ja. Ich will mich ja nicht beschweren, dass mein Laden hier läuft, aber... So, schön. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Oh, es ist cute. Und die Tiere sind auch wieder da. So. Dann haben wir noch was für die Auslage hier. Und ans Küchenfenster kann ich, glaube ich, auch noch eins stellen. Kann das sein, dass ich jetzt hier... Ah, das kann ja nicht sein. Das Küchenfenster ist dann wofür da? Kann ich mit dem Küchenfenster jetzt... Das ist jetzt die Frage. Das Küchenfenster, ist es dazu da, dass die Leute dort auch kaufen oder dass ich dort den Kunden das hinstellen kann und es bei denen landet? Das probieren wir jetzt gleich mal. Dann bewässere ich die Pflanzen und dann bin ich ready to go. Dann mache ich nochmal frisches Holz rein, dass nochmal alles schön auf Start ist hier. So. Mache das hier nochmal sauber, weil das nervt nämlich immer übel. So, mal gucken, was mit dem Brot passiert. Ob das jetzt die Kunden nehmen, die sich hinsetzen oder die vorbeikommen in den Laden. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. So, wir machen nochmal alles hier. Ich brauche eigentlich nur Erdbeere, Kakao und Wein. Kirsche brauche ich jetzt gerade gar nicht. Wir gießen trotzdem mal alles. So. Putzen und der Laden kann geöffnet werden. Let's go. Ich bin bereit für den Raid. So, wir beobachten auch mal, wie gesagt, das Fenster, was damit passiert. Boah, es ist einfach nice, wie schön alles vorbereitet ist hier. Es ist einfach göttlich. So, schnell, Kollege, was darf es sein? Okay, er will einen Donut. Bevor der Kunde sich hingesetzt haben. Und was wollen Sie bestellen? Bestellen, 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 bestellen. Der Kunde denkt sich nur so, lass mich doch mal kurz hinsetzen. So, haben wir schon einen neuen Kunden. Da kommt gerade der nächste. Was darf sein? 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 Okay, auch ein Donut. Donut. Eine Dödit. Eine Dödit, bitte. So. Und bam. Oh, ein neues Rezept. Wir haben einmal diesen Blaubeerbagel, Honigtoffee oder Schokoladen. Klar, Eclair. Da brauche ich aber Milch. Ich nehme jetzt erstmal den Blaubeerbagel. Weil ich habe noch keine Milch und dafür brauche ich eine Kuh und dafür bin ich gerade noch nicht bereit. So, jetzt hat der Kunde, der kürzer gewartet hat, schon mal sein Zeugs bekommen. Das lieben doch Kunden. So, hier ist aber noch nichts weggenommen worden, ne? Alles noch in bester Ordnung. So, jetzt habe ich ein Gebäck verkauft. Hier, bitteschön. Das heißt, ein Gebäck verkauft. Ich mache direkt mal was Süßes nach und stopfe das schon mal rein. Ich möchte nämlich gerne, dass zu Mittag... alles da ist. So, und ich mache jetzt einfach nochmal, weil ich die Zeit habe, nochmal so einen Rosinenkuchen, den ich rausstelle, oder ein Brot. So. Und ein Tisch muss abgeräumt werden. Das mache ich auch noch schnell. So, was darf es sein? Der will tatsächlich auch gerade mal eins. Das heißt, dann gebe ich ihm das. Ich mache aber parallel nochmal eins. Jetzt kommt der Mittag. Jetzt kommt gleich der Big Raid. Hühner, die kann ich eigentlich gerade mal links liegen lassen, so hart sich es anhört. So, dann kriegt der mal eins. Gebäck wurde auch schon wieder verkauft. Was will die? Ah, einfach nur eine Süßigkeit, das ist ja easy. Sollte jetzt auch gleich mal Wasser hier reinballern, weil das wird gleich alles nicht mehr zu nutzen sein. Das wäre schlecht. Jetzt geht der Mittagstisch los, da ändert sich auch die Musik. Okay, ich bin bereit. Okay, das hier kommt auch mal schnell hier hin. So, jetzt raiden die nämlich meinen kompletten Laden leer, wie ihr seht. Die fressen ja alles weg. Aber ist ja gut. Beschwer mich nicht. Komm nur nicht hinterher. So, was will sie? Okay, einen Donut kriege ich hin. So, wir dürfen nicht vergessen, im Fenster ist ja auch noch was, ne? Verstehe ich jetzt zwar noch nicht, was der Sinn dahinter sein soll, aber egal. So, dann machen wir das nochmal. Was möchte die haben? Einen Cookie. Kriege ich hin. Kriege mal hin, gell? Aber ist gar nicht schlecht. Jetzt habe ich echt, dadurch, dass ich jetzt so viel freigeschaltet habe, bis jetzt noch gar keinen Struggle.
So, die Raidens war wie gesagt gerade alles. So, das war die Nummer 2. Aber ich habe ja noch das Auslagenfenster. Also keine Ahnung, was jetzt mit dem Fenster ist. Ich mache so lange trotzdem noch mal hier was Süßes. Und pack das schon mal einfach in die Auslage. Damit die Kunden was zu mitnehmen haben. Hier gibt es noch mal einen Cookie. Bitteschön, das machen wir sauber. Jetzt habe ich aber nichts mehr in der Auslage. Jetzt muss ich mal hinmachen. Ich tue jetzt einfach das Rosinenbrot hinstellen. Das haben wir nämlich noch. Und ich habe am Küchenfenster noch eins. Ich glaube, das ist für den Fall, dass ich das jetzt einfach rausnehmen kann. Wieder ein Gebäck verkauft. Läuft eigentlich gar nicht schlecht jetzt so. Bis jetzt habe ich noch niemanden enttäuschen müssen. Was will der? Natürlich ein Rosinenbrot. Kann ich das dann jetzt nicht einfach dem hier geben? Ich verstehe nicht, warum dieses Fenster da ist, wenn ich das irgendwie nicht nutzen kann. Ich dachte, die nehmen sich das. So, was darf es sein? Einen Cookie. Was ich die Sachen aber auch nicht vorbacke, ne? Stellt mal vor, ihr geht zu Starbucks, sagt, ihr wollt einen Cookie und dann bereiten die euch das frisch vor. Dann müsst ihr erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde warten. Ich glaube, das fänden die Leute nicht so geil. Ich mache direkt nochmal einen Cookie. Das muss ich auch mir anlernen, dass ich während etwas hier sich zubereitet wird. Haben wir noch einen Kunden, der hier wartet? Nein, verdammt. Jetzt habe ich einen Cookie zu viel gemacht. Egal, aber ich finde, es lief gut. Das lief doch echt mal gut. Ich weiß halt nicht, wenn ich wüsste, dass die Sachen vom Vortag nicht schlecht werden, würde ich die halt schon mal in die Auslage packen und dann das Rezept ändern. Dann habe ich eine richtige Auswahl. Das wäre halt nice. So, alles schnell sauber machen. Wir haben es geschafft. Ein Tisch muss abgeräumt werden. Es gibt alles Punkte. Nee, muss gar nicht. So, oh, seht ihr die heutigen Gewinne an. Das war ja nicht schlecht. So, ein Menü. Es war wieder irgendetwas zu lang auf der Speisekarte. Das kann ja eigentlich nur eins von den Sachen gewesen sein. Wir haben ja aber hier jetzt auch diesen Bagel neu. Den würde ich gerne draufpacken. Ich will es halt auch, wie gesagt, nicht zu anspruchsvoll machen, weil am Ende rege ich mich nur auf, wenn es dann wieder zu anspruchsvoll wird hier, was sie wollen. 65% Trinkgeld überzeugt mich nicht. Es muss irgendwo noch die perfekte Mischung geben. Vielleicht mal die Brezel, die hatten wir auch schon echt lange nicht mehr. Die wird aber irgendwie nicht so gefeiert. Oder ein Bagel, der auch nicht, der war auch schon zu lang drauf. Beziehungsweise Benedikt. Nee, das auch nicht. Ich glaube, dann sind wir eigentlich mit... Ja, das ist doch gut. Die wollen immer so ein bisschen aus jeder Kategorie etwas, glaube ich. So, dann lasst mal gucken. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich mich nicht mehr um das... Hier haben wir noch einen Assistenten. Lass dir von einem Assistenten beim Servieren von Kaffee und beim Abräumen von Tischen helfen. Das ist halt auch, nicht, auch echt cool, weil dadurch werden die Kunden geduldiger. Und er kümmert sich um alles andere. Wir haben auch die Möglichkeit, den Apfel hier freizuschalten. Der ist sehr teuer. Ich würde jetzt aber mal das Wasser nehmen. Du hast endlich das Waschbecken im Gewächshaus repariert. Das Wasser, das da rauskommt, sieht trübe aus. Aber jetzt, da das Wasser klar ist, bleiben die Pflanzen doppelt so lang bewässert. Ja. Now we're talking. So, jetzt habe ich eigentlich auch gar kein Guthaben mehr für irgendwas anderes. Ich kann mir hier nochmal meinen Teppich kaufen. Oh, gute Idee. Dieser Teppich wird definitiv das Schlafzimmer auffällen. Denken Sie daran, wieso siehst du mich auf einmal, bevor Sie das Schlafzimmer renovieren, wir haben auch viel in der Bäckerei zu reparieren. Da es sich nur um visuelle Upgrades handelt, ist es möglicherweise eine gute Idee, zuerst einige Add-ons für die Bäckerei zu kaufen. Und dann dekorieren Sie das Schlafzimmer, sobald die Bäckerei repariert ist. Werde ich mal direkt gedisst hier, dass ich auf jeden Fall... Seit wann so förmlich, Mann? Wir kennen uns schon so lang. So, wo ist jetzt der Teppich? Das hier? Ich sehe nicht mal einen Unterschied. So, lass uns mal Bagels machen, Leute. Ich weiß zwar nicht, was hier am meisten bringt. Aber ein Bagel muss auf jeden Fall sein. So. Und dann mache ich ganz viel Rosinenbrot, weil das bringt, glaube ich, am meisten. Rosinenbrötle. So süß, wie da immer nur eins wächst. Tun wir gleich mal rauspacken. So, eine wunderschöne Auswahl an vielen, vielen tollen Rezeptchen. Okay, dann machen wir nochmal Bageli. Ich
fände es echt toll, wenn man das Spiel zusammenspielen kann. Also wenn man quasi zusammen in den Laden schmeißen kann. Das würde ich echt cool finden. Vielleicht geht es ja doch irgendwann mal. Backe mit Friends. Aber dann halt auch nicht so wie jetzt Overcooked, wo es dann irgendwie irgendwann so unübersichtlich wird, sondern wirklich wie das, so ein cozy Game, wo man wirklich sagt, man versucht es dann schön die Aufgaben einzuteilen, dass man alle Kunden macht oder dass man Freunde einladen kann zum Beispiel und dann halt hier zu grinden. Das wäre schon mega nice. Dann haben wir das hier auch alles. Dann mache ich noch einen, weil ich kann ja was in die Auslage. Also das Fenster habe ich noch nicht ganz verstanden. Ob das jetzt ist, dass die Kunden sich das nehmen oder damit ich von dort aus die Sachen reintragen kann. Bis jetzt dachte ich, es stellt sich dann automatisch eigentlich. Dachte ich, es stellt sich automatisch auf deren Tisch. Deswegen, das verstehe ich nicht ganz. Aber wir gucken mal. Ich habe es auch noch nicht beobachten können tatsächlich. So, stellen wir das hin. Wir machen einmal die Tiere. Beziehungsweise wir gießen mal alles. Es hält ja jetzt auch alles länger, das merke ich. Es hält jetzt sehr viel länger. Dann putzen wir die Tiere mit der Bürste. Dann mache ich frisches Brennholz rein, weil das tut sich ja auch aufbrauchen. Und dann putzen wir den Boden. Während ich den Boden putze, mache ich schon mal die Bäckerei auf. So, kommt rein. Bin bereit. So, der erste Kunde, die nehmen sich direkt mal wieder die Katzen mit. Das erste, was sie eigentlich überhaupt machen. Erstmal die Katzen entführen. Okay, ein Gebäck verkauft. Das heißt, ich mache mal direkt. Ich mache einfach mal eins nach. Warum nicht? Ja, gerade am Anfang kann man das echt gut nachbringen, dass man die ganze Zeit irgendwas arbeitet. So, dann haben wir eine neue Bestellung. Der will auf jeden Fall ein Bagel. Das heißt, ich mache direkt noch einen. Am besten, man produziert einfach immer so viel, wie geht. So, dann kriegt er erstmal den. Und ich stelle den einen direkt raus. Ich mach direkt noch einen. Why not? So. Damit hin. Ich habe ein Gebäck verkauft. Die kaufen mir alles weg. So, putzen wir. Oh, die wollte das gar nicht. Die wollte Rosinen. Huch. Dann nehme ich jetzt aber den. So. Bitteschön. Dann mache ich aber auch direkt einen Rosinenkuchen nach. Damit ich den wieder in die Auslage legen kann hier. Denkt an die Auslage, denkt an die Auslage. Die Hühner müssen gebürstet werden, die gebürstet werden. Oh nein. Ah, der Bagel wäre fast schlecht geworden, um Gottes Willen. Was will die? Okay, die will eine Erdbeere. Eine Erdbeere mit Kakao. Machen wir erstmal. Oh, ist die eine Kundin gegangen? Ach, weil ich die falsch serviert habe, oder? Weiß es gar nicht. Einer ist auf jeden Fall weg. Komisch. So, dann kriegt ihr jetzt mal die Erdbeere. Jetzt geht's gleich los mit diesem anstrengenden Mittagstisch. Und zwar jetzt. Ich find's so geil, dass sich immer die Musik ändert. Da weißt du, jetzt kommt der Druck. Jetzt platschen die mir hier direkt so ein dummes Ding hin. So, einmal hier, bitteschön. So, jetzt wird der Laden leer geraidet, Leute. Mach mal schnell einen Bagel, der geht schnell. Gott, wie sie mir alles wegkaufen. So, dann machen wir direkt nochmal einen, weil die gehen, wie gesagt, sehr gut und schnell. Und ich habe hier noch so ein Rosinenbrot in der Hinterhand. Das kann ich nämlich auch jederzeit bringen. So, hier will gerade eh ein Kunde ein Bagel. Ich bringe kurz das Rosinenbrot raus. So, hier bitteschön. Könnt ihr euch direkt wieder rüber hermachen.
Dann haben wir hier einmal die Bestellung. Und dann muss ich Feuerholz nachlegen. So, schneller, schneller, schneller. So. Ich mache direkt noch einen Bagel. Man muss die ganze Zeit echt irgendwas machen. Das ist das Beste, was man tun kann. Und die Pflanzen muss man echt einfach nur einmal gießen und dann nicht mehr. Das ist echt cool. Also Pflanzen müssen eigentlich nicht mehr gegossen werden jetzt. So. Machen hier doch direkt nochmal eins hin. Machen den Tisch sauber. Und was willst du? Einen Bagel. Okay, das sollte kein Problem sein. Verdammt. Ich gebe ihm den. Ich krieg jetzt den. Müssen die halt, die Leute, die jetzt hier rein raiden, müssen halt dann warten. So, was will sie? Sie will einen Rosinenkuchen. Natürlich! Nein! Okay. Rein damit, schnell! Den würde ich eigentlich echt gern noch rausstellen. Und dann ist so nervig, dass jetzt hier direkt vor dieser Gärtnerei jetzt dieser Teig auf dem Boden ist, der mich langsam macht. So, schnell, ich will noch eins raus ins Schaufenster packen. So. Vielleicht setzt sich ja sogar noch ein Kunde hin. Nee, leider nicht. Ich glaube, ich habe alle abgespeist hier. Das war gut. So, hier, bitteschön. Für dich. Setzt er sich noch? Nee. Der geht jetzt ganz allein nach Hause, ohne was gegessen zu haben. Es tut mir so leid. Ich habe alles weg. Sehr nice. So. Genau, mal schön diese 10.000 Kalorien reinknödeln hier. Sehr gut. So, raus jetzt mit dir. Putz es mal kurz alles. Gibt ja auch noch ein besseres Level. Den Teig würde ich. Ich würde es so gerne weghaben. Vielleicht kann ich das mal wegmachen. Muss ich gleich mal schauen. Pflanze muss erst jetzt am Ende des Tages bewässert werden. Easy, easy. So. Oh, sieh dir an, der heutige Gewinn. Bakery Business. So, Bericht. Das passt alles, aber es gibt schon wieder was, das zu lang auf der Karte war. Was ist es denn? Vielleicht machen wir mal wieder das drauf. Der Rosinenkuchen vielleicht. Ah, das passt auf 50% Trinkgeld. Da müssen wir jetzt nur noch was draufpacken, was halt jetzt wirklich schon länger nicht mehr drauf war. Der Apfelkuchen wäre, aber der gibt 100%. Den Apfelkuchen kann ich mir aber leider, nee, das kann ich nicht leisten. Schade. Weil der würde ganz viel Trinkgeld geben. Muss mal gucken, was kann ich hier, vielleicht der Blaubeerkuchen? Ja, der bringt 50, das passt doch. Ich kann mir noch nicht wirklich was leisten. Die Kuh kostet auch noch zu viel. Was ist das? Sprinkler. Füge Sprinkler zu, um deine Pflanzen automatisch zu gießen. Ja, nice. Da muss man dann nämlich gar nichts mehr machen. Sprinten. Lade deine Ausdauer auf. Das wäre auch noch nice. Also jetzt heißt es einfach nur noch grinden, grinden, grinden. Let's go. Let's grind. Wir machen das hier. Das ist die aufwendigste Mixtur. Die gibt auch am meisten Cash. Deswegen mache ich von dem Blaubeer... Oder von der Bärenmischung jetzt ganz viele. Weil die bringen am meisten. Und die will ich eigentlich ungern 10.000 Mal machen müssen, während ich im Laden rumrenne. So, jetzt bewässern wir auch mal die ganzen Pflanzen. Alles, was ich hier so brauche. Damit die Sachen auch nachwachsen. So, die Hühner mache ich auch mal ready. Könnt froh sein, dass wir hier ein veganes Restaurant sind. Beziehungsweise ein vegetarisches. Ja, der Blaubeerkuchen, der braucht echt ewig. So, ab in die Auslage. Vorbereitung ist auch, wird auch immer länger, aber wie gesagt, bringt auch dafür umso mehr Cash. Cash, 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 Cash. Blaubeere bitte einmal, super. Ofen hat natürlich kein Brennholz mehr, das liebe ich ja. Wobei manchmal liebe ich es wirklich, weil dann verbrennen meine Sachen drin nicht, wenn ich die komplett vergesse. So, sehr schön. Machen wir direkt nochmal hier weiter. Yay. Yeet. Wir nehmen noch schnell die Erdbeerli. So, und das kann ich dann einmal hier ans Fenster packen. Und das packe ich einmal hier raus. Dann sind wir echt gut vorbereitet. Gut prepared.
würde sagen, im Nachhinein hätte ich gewusst, dass das Spiel schon für die Switch draußen ist, hätte ich es mir für die Switch geholt, weil das so ein typisches Game ist, was ich gerne im Bettchen spiele. Wo man einfach nur reinsuchtet. Wie Disney Dreamlight Valley. Da freue ich mich schon aufs neue Update übrigens. Das spiele ich bis heute auch jeden Tag. Da gucke ich jeden Tag immer wieder rein. Was ist im Shop drin? Tu so ein bisschen farmen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Einfach echt so ein gutes Spiel. Ich habe so lange auf ein Spiel gewartet, was man auch nochmal so richtig suchtet. Ich habe immer so meine Phasen, da suchte ich extrem rein. So, dann nehmen wir uns nochmal das hier. Ich habe jetzt auch durch das Spiel voll Lust bekommen, mal selber zu backen. Ich backe viel zu selten. Und als letztes können wir nämlich den Lemon Cake machen. Der gibt bestimmt am meisten Cash, weil das heißt ja auch Lemon Cake. Das ist dann bestimmt so die Signature von dieser Bäckerei hier. So, ich gieße davor auch nochmal alles, damit nichts schlecht wird. Und dann haben wir alles, würde ich sagen. Dann sind wir fertig. So, während der hier baked, gieße ich nochmal alles. Die Kirschen brauchen wir. Ich weiß auch nicht, ob es, vielleicht wisst ihr das zufällig, ob es wichtig ist, ob in der Auslage viel Auswahl ist oder ob das egal ist. Ich glaube, es geht da wirklich einfach nur um den Cashflow. So, dann würde ich sagen, öffnen wir die Bäckerei. Ich bin ready. Ich mache auch gleich nochmal die Hühner sauber. Für den müssen wir nicht, aber warum nicht? So, Laden hat geöffnet. Ich mache nochmal neues Brennholz nach. And I'm ready. So, eine Bestellung abgeben. Er möchte einen Kirschkrapfen. Haben wir letztes Mal diskutiert. Bei uns heißt es Berliner. Wie heißt es denn bei euch? Eine Katze wurde adoptiert. So. So, was möchte sie? Auch ein Bagel. So, hier einmal für dich. Ein Bagel ist ja auch easy gemacht. Da ist auch verumständlich, dass ich mir diese ganzen Sachen nicht alle zusammenstellen, die ganze Zeit hin und her renne. Aber die kombiniert es halt gleich als Workout. So, ein Gebäck wurde verkauft. Heißt, ich würde gleich nochmal ein Bagel dazulegen. Dagegen später brauche ich meine Reserven, die ich da hingelegt habe. Tisch muss abgeräumt werden. Easy, easy. Kein Stress hier, bitte. So, bitteschön, einmal ihr Blaubeer-Bagel. Machen direkt nochmal ein Blaubeer-Bagel, weil die gehen schnell. So, wieder ein Tisch abgeräumt werden. Diese ganzen Aufgaben, ey. Es nimmt kein Ende. Oh, da ist einer abgelaufen, oder was soll das? Ach so, nee, das sieht nur so aus. So, die möchte einfach nur eine Süßigkeit. Das sollte ja einfach sein. So, hier bitteschön. Und ich stelle nochmal einen Bagel aus, weil jetzt geht der Mittagstisch los, Leute. Jetzt escalated gleich wieder alles. So, jetzt ändert sich die Musik. Sowieso eine, eigentlich müsste es so eine krasse Zombie-Musik werden, weil die ganzen Gefräßigen reinkommen, ja alles wegfressen. So, es kann jetzt nicht genug Bagels geben. Ich mache jetzt einfach ganz viel Bagels. Komm schon, komm schon. Du hast ein Gebäck verkauft. Yay! Und noch eine Süßigkeit. So, sauber machen, da setzt sich sonst keiner hin. Dann stellen wir auch mal... Ich glaube, der Blaubeer ist echt einfach nur eine extra Auslage, habe ich so das Gefühl. Da passiert ja sonst nichts. Wieder auch eine Süßigkeit. Boah, sind die dankbar. Die wollen so wenig von mir. Das ist, oh, mein Bagel. Ah! Hätte ich fast vergessen. So, bis jetzt keinen Kunden enttäuscht. Sehr gut. So, dann würde ich diesen einen Blaubeer-Dings hier nochmal rausstellen.
damit die gefräßigen Kunden auch was zu essen haben. So. Okay, ich mache direkt weiter. Nicht rumstehen. Direkt weitermachen, direkt weitermachen, direkt weitermachen. So. Die Kunden am Platz können auch ruhig mal ein bisschen warten, finde ich. Das blöde Brennholz schon wieder alle. So. Was darf es denn sein? Ein Bagel, natürlich. Wie hätte es auch anders sein sollen? So. Und der Krapfen ist fertig. Boah, sieht der toll aus, wenn er so frisch aus dem Ofen kommt. Das muss ja so toll sein. So. Okay, wir machen direkt weiter. Ich vergesse oft immer, dass ich dann einfach nur rumstehe und warte. Eigentlich sollte ich direkt weiter grinden hier. Auf jeden Fall noch was in die Auslage. Let's go. Schaufenster sind leer. Ich weiß, ich weiß. Voll der Stress einfach nur. So, was Süßes, das geht ja easy. Vielleicht schaffen wir sogar, dass nochmal ein Kunde kommt. So, und die Kunden sind alle ganz traurig. Komm, einen schaffe ich noch, einen schaffe ich noch, einen schaffe ich noch. Let's go. Kommt schon, hier, Leute. Hier, ist. Da liegt noch was. Ja, nimmt sich's noch. Boah, Glück gehabt. Oder? Nimm's dir. Komm schon, nimm's dir. Nein, du Schwein! Ja. Ich habe nicht Schwein zu ihnen gesagt. Puh, Glück gehabt. Okay, das war doch erfolgreich. Dann putzen wir. Das nervt halt immer, dieser Kackteig hier über die Zeit, wo man hier rumrennt. Das wünsche ich mir weg. So, oh, sieh dir die heutigen Umsätze an. Ja, die waren nicht schlecht, aber hier schon wieder irgendwas, was anscheinend zu lang auf der Karte war. So, lass mal gucken. Was ist denn damit? Ist das nicht eine geile Mischung hier? Oder machen wir dann doch vielleicht den hin? Gibt halt gar kein Trinkgeld eigentlich, ne? Was hatte ich denn jetzt schon länger nicht mehr? Hatte ich schon lange nicht mehr, das Baguette. Ich hatte auch das... Die Brezel hatte ich halt auch schon ewig nicht mehr. Das hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Jetzt nicht mal mit dem Blaubeer. Ja, das geht doch. Das ist auch, das ist einfach umzusetzen alles. Ich kann es kaum erwarten, die Bäckerei wieder aufgebaut zu sehen. Ja, ich mache ja auch den ganzen Scheiß für dich. So, die Kuh ist zu teuer. Die Sprenkeranlage ist zu viel. So. Karotten ist auch nicht so... Kann mir eigentlich gerade eh gar nichts leisten. Wir müssen es auf jeden Fall erstmal weiter. Ich weiß aber gerade auch noch nicht genau, was ich mir als nächstes holen würde. Noch ein Tisch? Ich komme ja jetzt kaum nach. Ich glaube, das mache ich erst, wenn ich den Assistenten habe, dass ich mir dann einen neuen Tisch hole. Ich glaube, dafür muss das hier alles aktiviert sein, ne? Na, jetzt gehen wir erstmal in den nächsten Tag rein. Let's grind it! So, wir machen wieder das Aufwendige für draußen, Außenlage, wie immer. Ist echt cool, wie lange das jetzt war. Also das, man muss es eigentlich kaum mehr gießen. Das ist echt gut, weil das war echt nervig. So, die Pflanze muss bewässert werden. Kein Problem. Ich gieße trotzdem mal alles einfach, weil ich mag das nicht, wenn ich hier reinkomme und alles sieht tot aus. Stresst mich ein bisschen. Kann ich eigentlich direkt das mitnehmen für den Blaubeer? Cake. Und dann machen wir hier noch eine Blaubeerrippe rein. Okay, neues Rezept. Sehr nice. Was haben wir denn hier? Honig. Dann haben wir einmal das hier. Regenbogenlutscher. Boah, der bringt, glaube ich... Bringt der viel? Nee, das bringt viel. Das hätte ich gerne. Dafür brauche ich aber halt dann auch mal die Kuh. Mach mal den Schlotzer. Den Schlotzer. Schön auf Schwäbisch. So, dann nochmal hier. Ich glaube, die bringen, die Blaubeermischung bringt, glaube ich, am meisten. Die bringt, glaube ich, über 3 $ oder was auch immer das hier sein soll an Währung.
Leg mal hier in die Auslage. Let's go. Also wie gesagt, den Sinn dieses Fensters verstehe ich noch nicht so ganz. Ich dachte eigentlich, dass es dann automatisch bei den Kunden auf den Tisch geht. Ich glaube, das soll einfach nur eine extra Auslage sein, wo ich was hinlegen kann. Ich glaube, das ist quasi der Deal hier. Okay, hinlegen. Dann packen wir die Sachen mal wieder hier rein. Sehr schön, ne, wie die es macht. Die steht um 8 auf, hält die Zeit an, kann in Ruhe alles vorbereiten und dann öffnet sie die Tür und erst dann geht die Zeit weiter. Das wäre doch schön, Leute. Wenn wir das machen würden, dann würde, glaube ich, die Welt gar nicht vorangehen, weil die ganze Zeit die Leute die Zeit in echtem Leben anhalten würden, weil sie sagen würden, oh nö, noch schlafen, noch snoosen. Ne, dieser verdammte Snooze-Wecker. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich nicht mehr snooze. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. So, die Hühner müssen wieder gebürstet werden. Hühner bürsten? Bürstet man Hühner überhaupt? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht. Vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren. So, Heidelbeerle. Die kommen da auch wieder rein, du, gell? So, letztes. Dann nochmal alles auffrischen und dann machen wir wieder den Laden auf für die Zombies. Let's go. Wenn es doch nur so einfach gehen würde, ne? Dass du das einfach so komplett mischt mit Heidelbeeren und dann kommt es so raus. Dass du das dann nicht nochmal die 1000 Steps dazwischen machen musst, das wäre doch schön. So. Und nochmal die wichtigsten Sachen gießen. Was brauche ich denn eigentlich alles? Habe ich denn eigentlich so als Menü? Ja, eigentlich nur den. Und die Hühner bürsten wir mal, weil wir wollen ja keine Arschlöcher sein. So. Es gibt ja trotzdem auch alles Punkte, wenn ich das mache. So. Der Laden ist geöffnet. Und da kommt schon wieder das erste dumme Teigding hier auf dem Boden. Weg mit dir. So, die... Ach, das ist schon der erste Kunde. Hallo, ich habe sie gar nicht bemerkt. Also so eine süße Schnecke, das ist so meins. Ich bin so der süße Schneckenfan. Wobei ich immer lieber deftig mag, als dann süßes. Ich bin früher auch immer jemand, ich esse früh gar nicht süß. So, weil jetzt schon das erste Gebäck verkauft wurde, mache ich direkt das nächste nach. Süße Brezel und Ding gehen also gleich. Interessant. So, einen Tisch aufräumen. Die mag ein Baguette. Stimmt, das haben wir ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen. So, das packen wir direkt mal hin. So, und dann packen wir das da rein. Ich versuche halt immer jetzt, bevor der Mittagsansturm ist, das hier trotzdem alles voll zu halten. So, was will sie? Ein Blaubeerdings. Dafür habe ich jetzt noch Zeit. Das mache ich jetzt nochmal extra. Und sie kriegt schon mal ihr Baguette, bevor das hier verkohlt. So. Weil jetzt ist noch die Zeit. Nachher muss ich wirklich dann an die Reserven rangehen. Bis dann die ganzen Leute hier kommen. So, dann machen wir das schon mal. Und parallel mache ich trotzdem schon mal wieder eine Schnecke. Oder eine Brezel, wie auch immer. So, dann mache ich mal den hier sauber. Und dann holen wir uns... Boah, dauert es lang. Der dauert auch lang, ne? So, stellen wir das schon mal raus. Dann kriegt ihr Blaubeer. Jetzt kommt auch gleich der Nachmittagssturm. So, machen wir gleich mal 3 von denen. Oder 2. Jetzt kommt nämlich... Ja, jetzt geht's los. Oh Gott, Hilfe. Direkt nochmal. Wird es gerne nämlich voll. Okay, schnell, 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 schnell.
Und sie raiden den Laden. Es wird geraidet, Leute. So, stellen wir das mal kurz auch wieder hier hin nach. So, sehr schön. Was darf sein? Was darf sein? Okay, auch einer. Sehr gut. Machen wir davon auch direkt mal wieder welche. Und am besten direkt noch mal einen. Schneller, schneller, schneller. Okay. So, einmal für dich. Stell auch mal das Blaubeer-Dings einmal hier hin. Und stell den auch direkt hin. Läuft bis jetzt. Genau so muss man es machen. Jetzt hat hier wirklich die ganze Zeit jeder was zum Holen. Und dann kommt sie und will zum Glück auch was Einfaches. Sehr gut. Machen wir direkt noch einen von denen. Ja, jetzt wären halt drei Öfen geil, ne? Also ich glaube, wenn man es in dem Grind macht, dann geht's. So, bitteschön. Putzen. Nächstes. Raus damit. So. Bis jetzt ist noch alles in bester Ordnung. Ja, easy. Und dann immer auch die Zeit im Blick behalten. Wenn ihr dann seht, so jetzt ist 15:30 Uhr, dann alles nochmal raus in die Auslagen. Weil die Kunden, die sitzen, die bleiben auch bis 16 Uhr. Das ist dann egal. So, die möchte eine Schnecke. Man sieht auch immer daran, was die bestellen, dass sie das schon länger nicht mehr hatten, habe ich so das Gefühl. So, jetzt kann ich auch nochmal eine Schnecke rauslegen hier. So, wie die Kunden sich jetzt hier gleich verprügeln. So, er möchte auch wieder eine. Das ist ja wirklich easy hier. So, jetzt ist nämlich 15:30 Uhr. Jetzt nehme ich das hier und stelle den nochmal raus, weil das Schaufenster leer ist. Der bringt nämlich am meisten Cash. Hofft, dass sich noch ihr Kunde hinsetzt. Und kann jetzt in Ruhe nochmal die hier bearbeiten oder fertig machen. Das war, glaube ich, somit meine erfolgreichste Runde, würde ich sagen. Das war ein richtig, richtig guter Grind. Also eigentlich haben die jetzt gar nicht gewartet. Es ging richtig smoothy von der Hand und ich bin sehr happy. So, der letzte Kunde. Kann ich das hier noch alles wegmachen? Es gibt ja auch noch ein bisschen Levelpunkte dann. Yes. So, so muss das sein. So, jetzt raus mit dir. Dann mache ich nochmal kurz die Hühner. Gieß das Zeug. Weil es bringt halt, wie gesagt, mich ein bisschen levelmäßig hoch. Und dann habe ich alles komplett. Das war ein erfolgreicher Tag. Ja, der Gewinn, damit bin ich auch sehr zufrieden. Tagesmenü gibt aber kein Trinkgeld mehr. Das müssen wir jetzt komplett neu hier. Die Arten von Gebäck in deinem Menü haben nicht viel Abwechslung, sagt hier sie. Dann machen wir mal das rein. Und es gibt nicht viel Auswahl in deinem Menü. Das höre ich aber nicht gerne hier. Dann machen wir das jetzt mal anders. So. Trinkgeld ist aber hier auch gar nicht. Oh, den Schlotzer. Boah, 100% durch diesen Schlotzer. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Kohle bringt hier eigentlich überhaupt irgendetwas. So, das bringt 1, 2. Was bringt am meisten Cash? Der Donut bringt relativ viel. Der bringt am meisten 3,28. Der Apfelkuchen 3. Der Schlotzer. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal in den Laden. Kaffee. Ich glaube, ich hole mir die Kuh. Die Cow. Where's my cow? Wo ist denn nochmal hier, was man für die Kuh machen kann? Das habe ich nämlich nicht freigeschaltet, ne? Das, was ich für die Kuh mache. Deswegen brauche ich die Kuh jetzt auch noch nicht. Okay. Die Bewässerung wäre nicht schlecht. Karotten brauche ich auch noch nicht. Dann würde ich sagen, aber laufen. Schneller Sprint wäre nice. Oder das hier, Tiere bürsten. Aber dann würde ich sagen, machen wir einfach nochmal den nächsten Tag und dann entscheiden wir uns. Das war jetzt so ein guter Grind. Wir machen jetzt mal die Süßigkeiten. Weil die sind nämlich sehr aufwendig, weil wir da die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Das heißt, machen die Auslage jetzt mal nur diese Schlotzerle und hab einen in der Hinterhand, weil das werden die jetzt bestimmt alle die ganze Zeit bestellen und da muss ich echt am meisten rennen. Das heißt, es kostet mich am meisten Zeit. Ich gehe das hier voll an wie so ein taktisches Spiel. Ah, das ist auch schon direkt dann fertig. Okay, nice.
Ja, machen wir trotzdem mal die Schlotzer. So. Dann würde ich sagen, machen wir die aber auch noch mal einfach so, dass wir die in der Hinterhand haben. Einen oder zwei. Und dann mache ich trotzdem das Rezept, was am meisten Cash bringt, in die Auslage. Da stelle ich jetzt eins hier hin. Und dann machen wir... Das, glaube ich, bringt auch am meisten Geld. Ich weiß es gar nicht mehr automatisch. Doch, ich glaube, der Donut bringt am meisten. Wir machen es den Donut. Ich glaube, der Donut war es, Leute. Weiß nicht, ich finde, Donut ist sowas, das schmeckt zwar gut, aber du hast, also es ist sehr kalorienreich und üppig, aber du hast danach das Gefühl, du hast nichts gegessen, weil es einfach so ein luftig, leichtes Ding ist. So, bei einem Berliner merke ich zum Beispiel, boah, ja, jetzt hatte ich einen ordentlichen Berliner in meinem Ranzen drin. Aber ich finde, beim Donut hat man so das Gefühl, man hat nur Luft gegessen. So, Donut. Das ist doch eine richtig schöne Auslage hier. Richtig schön aus. Katze spielt mit dem Ball. Wie viele Katzen hier eigentlich herkommen? Vor allem mit welcher Begründung? Was mache ich denn hier, warum die Katzen herkommen? So, dann machen wir nochmal einen Donut. Eine Donut, bitte. Ein Döner, bitte. So einen Döner in die Auslage stellen. Geil. So, kann man noch einen machen, weil ich habe ja auch mein Küchenfenster jetzt. Weiß ich, Lollipops und sowas reizt mich gar nicht. Ich bin nämlich jemand, ich beiß meine Bonbons immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber da habe ich nicht die Geduld für. So, dann habe ich zu viel gemacht. Verdammt, kann ich den bitte wieder reinstellen? Nein. Dann müssen wir jetzt leider schon den Tag starten. Ich habe zu viel gegrindet. Was in der Hand? Bitte bestellen Donut. Bitte, 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 bitte. Du Schwein. Da muss ich dir leider jetzt, den kann ich hier gar nicht geben. Da muss ich jetzt warten. Bitte, 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 nimm einen Donut. Oder kauf dir irgendwas aus der Auslage. Ist egal. Keine Katze. Ich will den Donut nicht wegschmeißen, wisst ihr? Ja, kauf dir was. Yes. So. Okay, dann kriegt die nämlich jetzt ihre... Oh, jetzt habe ich die Hühner, muss ich jetzt noch putzen. Verdammt, ich bin so unkonzentriert. So. Die will doch das haben. Ach so, dafür brauche ich das. Okay. Ich habe auch nichts gegossen, ne? Voll schlecht vorbereitet. Aber hey, eine Katze wurde adoptiert, Leute. Was das gleich für eine fatale Ding hat, wenn man mal nicht konzentriert arbeitet hier. So. Okay. Mach mal auch diesen Teig hier weg, der geht mir so auf die Nüsse. Okay, dann haben wir einmal hier Nummer 2. Dann will er einen Donut. Eine Donut, sehr gut. Donut ist nämlich am teuersten zu verkaufen. So, Brennholz, alles nicht nachgelegt. Ganz, ganz schlecht. So, dann packen wir das rein. Und dann gibt es hier einen Donut. Eine Donut für sie. So, ich mache jetzt mal ganz viel Benedict Eggs Ausschlägen ins Schaufenster. Stelle ich mir nicht so geil vor. So, die haben mir wieder alles leer gegessen. Jetzt kommt der Mittagstisch. Ich bin so schlecht vorbereitet. Oh mein Gott. Ich bin nicht bereit für diesen Raid.
Not ready for this. Okay, der will eins. Eins Benedikt-Eis. So, Hühner müssen wir auch wieder happy machen. Weil die geben jetzt gleich kein Ei mehr. Die haben gleich keinen Bock mehr. Deswegen machen wir gleich nochmal einen. Scheiße, die bringen schon jetzt keine Eier mehr, die Schweine. So, nichts mehr in der Auslage, aber ich habe ja noch einen Dönert. Nimm den Dönert! Dönert! So. Und ein Ex-Benedikt haben wir ja auch noch. So, was willst du? Ah, sehr gut. Da habe ich zum Glück noch einen in der Hinterhand. Den lege ich jetzt ihm hier hin. Und dann würde ich noch schnell die Hühner mal happy machen, dass ich so ein paar Ex-Benedikts machen kann. So, und schon sind sie wieder happy. So schnell geht es, Leute. So schlecht ist die Runde gar nicht. Ich dachte, sie wäre schlimmer. Ich mache jetzt einfach ganz viel von denen. Hauptsache schnell. Dann direkt nochmal eins. Einfach schon mal die Zutaten drin sind. Oh nein, jetzt will der noch einen Schlotzer haben. Willst du mich verkackeiern? Um Himmels Willen. Oh Gott. Okay, die aufwendigste Bestellung muss leider einmal kurz sein. Beehren Sie uns nie wieder. Schaufenster leer, wie die da reinschreien. Ich weiß, ich kann dagegen gerade nichts unternehmen, Mann. So, hier. Bitteschön, was will die? Einen Dönert. Ich mache noch schnell einen Bagel. Ah, das reicht wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wir machen einen Donut. Bringt nichts mehr. Oh, der Grind ist real. Okay. So lange kann ich auch schon den Laden putzen. Es gibt wenigstens ein paar Punkte. Verdammt. Aber hey, es wird besser. Ich hab langsam so den Dreh raus. Muss ich nur konzentrieren. So, hier, bitteschön. Die auch einfach konsequent sitzen bleiben, ne? Die gehen nicht. Die bleiben einfach. Die denken sich, nö, ich will das jetzt haben. Egal, ob gerade... Ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn ich merke, im Restaurant, die Leute wollen gehen, haben keinen Bock mehr. So, Tiere nochmal reinigen. So, alles sauber gemacht. Perfekt. Perfekt vorbereitet. Der Grind ist real. Ein paar Käfer sind da rumgelaufen. Ich hoffe nur, dass kein Kunde sie bemerkt hat. Oder muss ich vielleicht öfter vorbeikommen, nur um sicher zu gehen, dass die Bäckerei sauber ist. Okay. Dann gib mir die Käfer. Die bringen nochmal ordentlich Cash. Gib mir goldene. Gib mir doch goldene. Voll der Käfer-Deal hier. Deswegen, die sind nämlich, die Käfer machen nämlich die eben so eine suchtigen, süchtig machenden Stoff in sich drin. Und durch diesen süchtig machenden Stoff haben meine Kunden das Problem, dass der giftig machende Stoff ins Gebäck reingerät. Und deswegen sind die nämlich alle süchtig. Kommen immer wieder. Sieht so aus, als hätten sie... gut. Acht Insekten. Das ist doch nice. Kann ich da eigentlich rein in die Tür? Tagesumsatz. So, was haben wir denn hier? Menü, Laden. Okay, wir haben schon ein bisschen was hier. Geduld für die Kunden. Ich habe bis jetzt keine Probleme, dass Kunden irgendwie gegangen sind. Ich glaube, der schnelle Sprint oder vielleicht sogar der Ofen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ofen will jetzt noch. Erntetransporter, baue deine Erntetransport, um deine Zutaten schnell in die Küche zu bringen. Das finde ich nice, das will ich gerne. Ah, der Erntetransporter ist wieder da. Du kannst deine Zutaten in einem Wagen aus dem Gewächshaus legen und es wird automatisch in die Küche gehen, wo du es für Rezepte nutzen kannst. Du kannst nur 4 Transporter gleichzeitig haben, verwende sie daher nur nützlichen Zutaten. Okay. Was haben wir noch? Guthaben, die Kuh können wir uns fast leisten, den Sprint noch nicht. Das hier mache ich noch, die Tierbürste, da muss ich die Tiere nicht mehr bürsten. So, dann haben wir wenigstens das weg. Jetzt gehen wir mal auf unser Menü. Dadurch, dass wir jetzt diesen Transporter haben, wäre ich gern mal ein bisschen verrückt.
Und würde gern mal ein bisschen anspruchsvollere Sachen hier nutzen. Dass mal von allem etwas dabei ist. Obwohl, wir machen noch mal vielleicht eine Süßigkeit rein. So, 60% Trinkgeld. Damit kann ich leben. Gucken wir mal, wie das läuft. So. Okay. Wo ist dieser Transporter? Ah, da. Das bedeutet, ich packe den da rein und dann fährt er rüber. Und ist dann hier. Ah, okay, verstehe. Das ist schon cool, ja. Das ist nicht schlecht. So, aber da kann immer nur einer rein, ne? In den Transporter. Achso, doch, da können 4 Sachen rein. Das ist halt nice, ne? Cool. Okay, das ist nice. Okay, das ist cool. Das macht's doch schon viel einfacher. Das war auf jeden Fall nützlicher als dieses dumme Fenster hier. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier am aufwendigsten ist. Die sind eigentlich alle, glaube ich, gleich aufwendig. Ich glaube fast, das hier wird am meisten Geld geben, weil da die meisten Zutaten drin sind. So, das heißt, ich kann jetzt einfach hier 4 Erdbeeren reinballern. Die 100 Jahre brauchen. Achso, man kann immer nur leider von 1-1 machen. Ich verstehe. Betrug! Mache ich das aber auch nochmal kurz hier alles rein. So. Dann, nee, ich brauche eine Erdbeere. Ich brauche das. Und die Hühner sind auch schon wieder unhappy. Mann, die Hühner sind einfach so anstrengend. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Aber immerhin sind die Eier dann auch direkt da. Das ist ja schon mal gut. So. Dann machen wir nochmal einen Lollipop. Und hol die Erdbeere noch schnell selber. So, den machen wir da hin. Jetzt, verdammt. Kein Brennholz mehr im Ofen. So. Dann machen wir wieder Brennholz rein. Ich mach mal eine Auswahl so ein bisschen rein in die ins Schaufenster, dass verschiedene Sachen drin sind. Vielleicht ist das ja doch besser. Ich bin mir nicht so sicher. So. Ich mach nochmal eine Kirsche. Und dann haben wir von allem etwas. So, dann haben wir fast unsere ganze Karte ausgestellt. Und nochmal, das hier ist ja mit am aufwendigsten. Die Erdbeere kann ich aber hier selber nehmen. Ja, wie aufwendig, jetzt baut sie sich da extra so eine Schiene hin. Also anstatt die Sachen einfach vorzubereiten, dass man die einfach nur noch nehmen muss und nicht die ganze Zeit von den Sachen frisch pflücken muss. Aber okay, hey. So, dann putze ich mal alles. Mach die Tiere ready. Die muss ich ja nur einmal bürsten, wurde mir gesagt. Und dann kann ich öffnen. So, wir öffnen mal. Let's go. Bin zwar nicht ready, aber naja. So, sollte jetzt alles einfach reichen. Also ich muss hier jetzt nichts mehr nachbürsten. So, der erste Kunde sitzt schon drin. Ist ja Wahnsinn. So, am Anfang mache ich noch alles selber, die Zutaten, weil da haben wir noch keinen Stress. Das kriege ich hin. Gegen später muss ich eigentlich einfach alles nur noch servieren. So, der nächste Kunde, was darf es denn sein? Ein Bagel. Kriege mal hin, gell? Muss ich eigentlich gar nicht reinmachen, macht gar keinen Unterschied. Zeitlich gesehen. So, dann haben wir einmal die Nummer 2.
derzeit mache ich gleich nochmal einen Bagel. Weil im Schaufenster wird auch schon wieder alles weggekauft. Und nehme hier den und gebe den direkt dem hier. So. Leute, die fräset mir schon wieder die Haare vom Kopf, du. Ich glaub's nicht. Jetzt bin ich konzentrierter. Jetzt geht der Grind hier richtig durch. Ein Tisch muss abgeräumt werden. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Und das Ofenzeugs muss hier nachgelegt werden. So, was möchte die denn? Einen Schlotzer. Den habe ich, dafür habe ich jetzt auch noch Zeit. Das mache ich jetzt auch noch selber. Und zwar mit, dank dem hier geht es jetzt ja auch relativ schnell. So. Das spart auf jeden Fall Zeit für den Lutscher, also das wäre anders echt nervig. Oh, 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 oh Gott, nein. Ah, nein, meine Ding verkohlt. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Ich hoffe, die mögen die jetzt trotzdem noch. So, was darf es denn sein? Die wild ist. Oh, habe ich jetzt vergessen? Nee. Okay, jetzt geht wieder die Mittagspause los. Die absolute Stressscheiße geht jetzt los. Ich mache noch schnell einen Bagel, weil die werden wir jetzt alles wegessen. So, ein Gebäck verkauft und sie fangen schon an, den Laden leer zu raiden hier. So, gib bitte schnell. Wartet schon relativ lang, aber es geht. Oh, ein neues Rezept. Karotten-Müsli-Riegel. Geil, den nehme ich. So, dann können wir das nämlich auch hier hinstellen. Und ich mache einfach noch ein paar Bagels. Da ist auch noch ein Bagel fertig, sehr gut. So, das machen wir auch mal, Betty. Ein Bagel. Na, easy, bin ich gerade eh schon dabei. Bin ja schon am Hetzen, Mann. So, dann machen wir direkt noch einen Bagel, weil die, finde ich, da brauche ich nur zwei Zutaten. Komm schon, verdammt. Warum brauchst du denn so lang? Oh Gott, schrecklich. Blöd. Ganz arg blöd. Jetzt wollen die auch noch zwei haben hier. Und ich habe nichts in meiner Auslage, ne? Dann gibt's jetzt den Lodger. So. Das ist jetzt doof, dass es so lange gedauert hat. Was soll denn das? So, in der Zeit mache ich aber noch was anderes. Ich mache jetzt einfach noch mal so lang. Hey, leg das doch rein. Wo ist es denn jetzt? Hä? Ah, wollte gerade schon böse werden. So, dann mache ich so lang jetzt den hier. Ja, ja, mein Schaufenster ist leer, ich weiß. I know, I know. So, da gibt es nochmal den Bagel. Der hat jetzt echt lange gewartet. So, den Krapfen gibt es auch nochmal für die gefräßigen Kunden da draußen schnell. Und dann mache ich noch schnell die Kirsche hier fertig. Na, jetzt ist schon zu spät, ne? Dann hoffen wir mal, dass einer der Kunden, der jetzt kommt, noch einen leckeren Krapfen möchte. Verdammt. Natürlich nicht. Dann stelle ich das einfach schon mal raus, sehr egal. Dann gibt's es morgen. Einen alten Berliner. Geil. Das lieben Kunden. Dazu soll die Pflanze bewässert werden. Jetzt bricht wieder alles in sich zusammen. So, hier, bitteschön. Okay. So, putzen wir direkt. Ich will gucken, ob man auch raus kann. Kann ich raus? Nee. Bin hier für immer und ewig gefangen. So, die kann man auch mal putzen. Wie lange? Die Tiere muss man jetzt gar nicht mehr putzen. Die sind jetzt unstoppable. So.
super, super, super. Wir haben doch ein neues Rezept hier irgendwo am Start. Das hier, der Riegel. Dafür brauche ich aber Karotten. Und Karotten sind teuer. Und Bienen. Bienen, Bienen, Bienen. Ja, Leute, das bedeutet, wir machen für hier heute einen Cut. Wenn ihr das, die letzte Folge im Prinzip da noch sehen wollt, wie ich alles freischalte, lasst mir extra viel Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Und empfehlt mir gerne weitere gemütliche Cozy Games, die ich mir mal anschauen kann. Da werde ich dann auch wieder die Kommentare der Leute einpflegen, die mir diese empfohlen haben, wenn ich diese Spiele spiele. Und ich freue mich sehr. Aber ein Abo würde ich mir natürlich auch sehr freuen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ist das einfach nur cozy, diese Musik?